Also jetzt wird hier zum Aufbruch geblasen. Viele Traktoren verlassen den Platz. Ich habe mich gerade noch mal unterhalten mit ein paar Leuten, die hier vor Ort sind, die ich auch kenne von den Corona-Demos, Anti-Maßnahmen-Demos. Und die meinten auch, viele checken gar nicht, was hier abgeht. Viele sind einfach noch gar nicht vom Wissensstand so weit, dass hier ein großer Great Reset geplant ist mit der Systemzurückstellung, mit einer Enteignung der Bevölkerung, dass sie uns das Kapital wegnehmen wollen, uns digital versklaven wollen. Das checken hier viele gar nicht. Viele sind leider auch geimpft von den Bauern. Also hier treffen zwei Gruppen aufeinander und da müssen wir uns versuchen zu einen. Ja, weitere Gespräche führen, aber die Frage ist, man muss ja natürlich auch ein bisschen Selbstinitiative ergreifen, um mal sich zu erkundigen, was hier überhaupt läuft, was hier politisch geplant ist. Es stinkt nämlich alles zum Himmel, ne? Ja, aber ich bin nicht dafür hier und kämpfe auch definitiv nicht für die Leute, die nur dafür hier sind, um ihre Subventionen aufrechtzuerhalten und ihren Berufsstand, also die Arbeitsbedingungen allenfalls zu verbessern. Die müssen gesamthaft anfangen zu denken. Wir sitzen alle in einem Boot und es geht um alle Berufsgruppen. Es geht nicht nur um die Bauern. Die sind die Grundlage für alles. Aber es geht hier um uns alle. Wir sitzen alle in einem Boot, wenn man dann den Wissensstand hat und erkennt, dass es hier um ein Great Reset geht. Ja, viele checken es nicht. Einige schon. Jetzt wird er zum Aufbruch geblasen. Viele verlassen den Platz hier. Sollen 220 Traktoren gewesen sein. Plus minus. Und war trotzdem eindrücklich, wie viele junge Leute sind hier. Was mich persönlich natürlich besonders freut. Es geht um die Zukunft der jungen Leute, aber die müssen natürlich realisieren, was hier abläuft. Ja. So, mal ein paar Bilder mitnehmen vom Aufbruch hier, vom Abreisen der Traktoren mit ihren Schildern. Man sieht es, kann man ein paar Slogans einfangen. Keine Bauern, keine Nahrung, keine Zukunft, so ist es. Dialog, klar, immer wichtig im Leben miteinander sprechen. Also ich bin nicht definitiv nicht hier und auch nicht unterwegs, um die Arbeitsbedingungen der Bauern zu verbessern. Denn wir sitzen, es geht um uns alle, es geht um die Zukunft aller Berufsgruppen und um die Zerstörung des Mittelstandes und um die Enteignung. Ja, darum geht's. Das ist nochmal ein abschließendes Wort aus Eschenbach, aus dem Kanton Luzern. Verabschiede mich, abonniert meinen Telegram-Kanal Recherchen für Aufklärung. Mein Name ist Roland Bauer und wünsche euch einen ganz schönen Abend.